Die runtergeladene EXE-Datei finden Sie in Ihrem Download-Ordner. Um diese auszuführen, machen Sie einen Doppelklick. Akzeptieren Sie die Lizenzbedingungen und klicken Sie auf Installieren. Der Download-Updater ist ganz schnell installiert. Sie finden auf dem Desktop den entsprechenden Button. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr aus den Bereichen Gebäudeplanung, Energieeffizienz und Handwerk.